So, fix gewendet. Auf die andere Seite. Und wiederum und hoch. So, schauen wir mal, was es da oben gibt, wa? Sammeln wir erst nochmal schnell die Herkules-Figur hier ein. Irgendwie scheint es nicht über 4 Lebenspunkte drüber gehen zu wollen, habe ich das Gefühl. Über 4 Leben, meine ich. So, das ist jetzt auch super. Ein Sprung ins Blinde, ins Leere. Aber hat irgendwie funktioniert. Ja, schaffen wir das? Schaffen wir das? Schaffen wir das? Jawohl. Oh, da geht's noch weiter. Ach Gott! Wir sind ja noch ganz am Anfang. Ich fasse es nicht. So, ab nach unten. Wenigstens nimmt Herkules keinen Schaden, wenn er durch die Gegend hüpft. Wenn er sich schon von Räubern tot machen lässt, ist er ein Superheld. So, jetzt aber mal weiter im Text hier. Wir müssen hier unten lang. So, ja. Hüpf. Nicht vorbei hüpfen, du sollst dran hüpfen. Dran hüpfen. Herky, hüpfst du bitte dran? Herky, hüpfst du bitte dran? Und lädst du bitte nicht jedes Mal neu? Sonst werde ich sauer auf dich. Herkules, hüpf da dran! Los! Herkules, wirst du wohl an diese blöde Stange dran gehen und endlich mal deine Kackpfoten dran bewegen? Herkules! Alter, nimm deine Hände an diese Stange. Es geht hier weiter, ich weiß es. Also, wenn ich jetzt noch 5000 Versuche machen muss, dann werde ich das natürlich rausschneiden. Und dann wieder einsetzen, sobald wir endlich an dieser bekloppten Stange dran sind. Bis gleich. Und da haben wir es geschafft. Wundervoll. Ich hätte es ja gar nicht mehr für möglich gehalten. Das da oben ist mir jetzt scheißegal. Ich bin froh, dass ich einmal an der blöden Stange dran bin. Hat ja ewig gedauert, ey. Das gibt's gar nicht. Also irgendwie hat er sich wahnsinnig blöd angestellt. Oh, was gibt's jetzt? Wieder ein Zwischengegner. Mehrere Zwischengegner quasi. So, und jetzt will ich mal mein Blitzschwert gebrauchen. So, die sind natürlich jetzt alle auf der anderen Ebene. Das war jetzt auch wahnsinnig schlau. Dann würde ich sagen, machen wir auch mal dahin. Kommt schon, Freunde. Hallo? Könntet ihr mal? Ja? Leute? Bitte mal zu mir. Hier, der Mann mit dem Schwert. Ja? Hier? Und so? Au, klar. Diese mehreren Ebenen, die nerven mich schon so ein bisschen, muss ich sagen. Wenn man es nie so richtig sieht, auf welcher Ebene die Schweine nun gerade sind. Ach, der war wieder weiter vorn, alles klar. So, könntet ihr bitte mal zu mir kommen? Hier, hallo. Der Typ, der hier so spackenhaft rumspringt. Ach ja, klar. Nix da, mein Freund. Du lässt den schön hier. So, weitere bitte. Ja. So, das lief doch jetzt ganz gut. Und, ja, der kreischt auch ganz knuffig. So, da sind zwar noch tausende Viecher, aber wir haben es ja fast geschafft, so von dem Lebensbalken her unten. Jetzt muss bloß noch mal jemand kommen, den wir angreifen können. Bitte jetzt. So, einer noch. Einer noch. Jetzt vielleicht. Jetzt. Ja, dankeschön. Ach, reicht noch nicht. Immer noch einer und wir sind fast tot. Das gefällt mir gerade nicht so sehr. Was macht der da? Okay. Ach doch, hat gereicht. Wunderbar. Wir sind schon fertig. Ja, und da hinten, der ist jetzt gerade 70 Meter in die Tiefe gefallen, aber es interessiert ihn gar nicht weiter. So, ich safe state mal. Weil, passt schon, ne? So, jetzt habe ich letztendlich doch nicht das Blitzschwert benutzt. Wäre vielleicht ein bisschen vorteilhafter gewesen. Aber was soll's. Wir können unser Leben hier wieder mit Herkuladen aufbessern.
So, und hier gibt's was zum Hüpfen. Ist das nicht knuffig da mit diesem kleinen Pfeil nach unten? Ja? Ist es nicht? Ja, doch, natürlich, ne? Hüpf bitte nach unten. Dankeschön. Hüpf bitte nach unten. Huah, geht doch. Das nehmen wir mit. So. Herkules, bitte lauf weiter. Ach, da kommen wir nicht mehr hin. Na super. Dann eben erst auf die Zwischenstufe. Und dann hüpf nach drüben. Ah, es ist nicht so einfach. Da steht schon wieder ein Entblößer rum. Diese Miezekatzen. Ich mag sie nicht. Pam. Diese doofen Miezekatzen. Manchmal könnte ich sie einfach nur links und rechts prügeln. Ne, Mädels? Oh, eine Ziege. Hey, Ami. So, gibt's hier oben was? Ich meine, natürlich gibt's hier oben was. Nämlich einen Entblößer. Yeah. So, und jetzt schauen wir mal, was es hier noch gibt. Eine Urne sehe ich da. Das scheint es aber auch gewesen zu sein. Naja, also auch nicht schlecht. Würde ich so sagen. So, dann sacken wir die mal ein. Her damit. Das auch noch. Und ab nach unten. So, oh. Hallo? Action-Ziege. Die hüpft einfach mal mit mir runter. Naja, gut, wenn es ihr gefällt. Ja. So. Ach, die Tussi bedeutet wieder Erdbeben. Na super. Ich rushe jetzt einfach mal durch. Hüpf, 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 hüpf. Hüpf. Ja, sehr gut. Die Katze kann uns... Ja, so viel dazu. Dass sie uns gepflegt am Arsch lecken kann. Ach, ich sag mal hier alles ein. Das sieht nämlich aus wie... Ja, das ist nicht der richtige Weg. Aber hier gab es jetzt auch nicht wirklich was. Von daher weiter hier lang. Ach so, hä? Irgendwie bin ich gerade... Hier kann man doch weitergehen. Was mache ich denn? So, ab nach oben. Düdüm. So, haben wir das alles? Ist ein bisschen nervig, dass man jedes Mal springen muss, um das einzusammeln. Ach nee, jetzt haben wir zwei Buchstaben verpasst. Das ärgert mich. Ich will einmal den gesamten Namen komplett haben. Ich habe es noch nie geschafft. Ich weiß gar nicht, was es da gibt. Herkulade. Da kann ich alles andere eingesammelt haben, aber die Buchstaben komplett schaffe ich einfach nicht. Nicht wahr, Mädels? So. Und da war was zum Hüpfen. Bam! Ja. Ja. Könntest du dann? Bam! Geht doch! Und bam! Wunderbar. Ach, hier war das C, okay. Aber das R fehlt uns leider trotzdem, von daher bringt mir das überhaupt nichts. Mich verwirrt jetzt bloß gerade, warum wir erst das C und dann das U eingesammelt haben. Das passt jetzt irgendwie gerade nicht so ganz, aber wahrscheinlich bin ich jetzt gerade zurückgegangen ein Stück oder so. Ich weiß es nicht. So. Ach, mal wieder einen Straßenübergang. Inklusive Erdbebentante. Die ignoriere ich jetzt einfach mal, beziehungsweise gehe ich schnell dran vorbei. Reicht das? Ja, ich glaube schon. So, jetzt. Ach gut, der wartet tatsächlich. Ist ja schön. Jo, so, jetzt geh mal nach oben hier. Sack mal die Herkuladen ein. So, und jetzt noch auf der anderen Seite. Das müsste ja theoretisch einfacher sein. Ach, danke. Geh, 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 solange noch grün ist. Au, was soll das? Wollt ihr mich verarschen? Da wird echt bloß der eine angehalten und die anderen fahren weiter? Was ist denn das für eine Straßenverkehrsordnung hier? So. Aua, du Hund. Halt die Klappe. Und geh sterben am besten. Wunderbar. Ich hasse diese Ladestopper. So. Jetzt aber weiter nach oben. Es ist halt doof, dass das Ding immer direkt von der CD dann erst liest, wenn es das braucht. Und wenn der ein Areal abgeschlossen hat, dann
muss er halt das nächste Areal laden. Von mir aus könnte er einfach die ganze Zeit laden und dann immer alles schon parat haben, aber nein, auf die Idee kommt er ja nicht. So, vielleicht würde es auch schneller gehen, wenn ich einen schnelleren Computer hätte, aber leider lässt das studentische Budget das nicht zu. Deswegen spiele ich auf meinem Laptop, den ich hauptsächlich fürs Studium eigentlich habe, das Ganze. Und ja, ich dachte eigentlich, dass das genügen müsste bei so einem Spiel. Aber wahrscheinlich hat der Emulator dann doch ein bisschen was an ressourcenfressenden Sachen drin. Huch, da war schon wieder so einer. So, geschafft. Geht's da noch weiter irgendwo hier drüben? Ja, tatsächlich. Wunderschön. Ach Mann, mir fehlt das R, das ärgert mich. Das ärgert mich. Hahaha, das R fehlt mir und das ärgert mich. So, das her. Jetzt mal die Treppe runter. Ach, dieser Typ. Die nerven auch ganz schön. So, aber der flüchtet zum Glück nach oben. Ich glaube, ich muss aber erstmal eh hier oben aufräumen. Au! Ja, toll gemacht, du Trottel. Ich lasse die drei Goldmünzen jetzt einfach mal, wo sie sind. Es sei denn, wir müssen dann sowieso wieder lang. Das kann natürlich auch sein. Ach, jetzt wird hier alle 3 Meter geladen. Das ist aber auch ein bisschen blöd. Ach gut, wir müssen sowieso wieder da lang. Von daher, hüpf. Ja, hüpf dran vorbei. Leck mich doch. Was, der hat mich trotzdem erwischt? Gibt's doch gar nicht. Okay, ist wieder Hüpfpartie angesagt. Hallo, Entblößer. Hua! Sieh mein bestes Stück. Und jetzt geht wieder das los. Bitte geh an die Stange, Herkules. Bitte. Ich will ja gar nicht viel von dir, aber du springst schon mit dem Kopf durch. Na, geht doch. So. Das ist mir jetzt egal da drüben. Ich bin immer froh, wenn er überhaupt drankommt an die Stangen. Von daher ist mir das jetzt vollkommen wurscht, wenn er da noch was stehen lässt. So viel dazu. Geh an die Stange. Geh an die Stange. Geh an die Stange. Los. Mach schon. Womit habe ich das verdient? Womit habe ich das verdient, Leute? Ich verstehe es nicht. Und das alles nur für NE, dass uns sowieso nichts mehr nützt. So, ach nee, jetzt habe ich das auch noch verpasst. Da wollte ich ganz gekonnt in der Luft innehalten, um mich dann wieder in Bewegung zu setzen. Und das hat noch nicht mal was gebracht. Ja, da will ich ja nicht runter. So, aber das hier will ich kaputt machen. Bam! Und bam! Und bam! Ja, wenn wir das R gefunden hätten. Wenn wir das R gefunden hätten, dann hätten wir jetzt Herkules komplett. Aber nein, das ist uns nicht vergönnt. So, weiter geht's. Tada, was haben wir da? Wir haben das Level geschafft. Ohne Endgegner. Sauf aus deiner Heldentrinkflasche. Du hast es dir verdient, Herkules. Wir sind durch Theben durch. Und ich trinke auch mal was.